Oh, Kindchen. Du bist ja immer noch bleich wie die Wand. Hier, trink das. Das treibt dir den Schrecken aus den Gliedern. Dass du sie auch mit nach Nassau bringen musstest, James. Dass du überhaupt zurückgekommen bist. Wow, 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 wow. Nun mal, sagte Kindchen. Ich habe zwar nur ein Auge, aber damit sehe ich ziemlich gut. Und zwar, dass vor mir eine Tochter aus hohem Hause steht, die noch nie um ihr eigenes Leben fürchten musste. Und wenn du's mit der Wahrheit so genau nimmst, Kindchen, dann erklär uns doch mal, was für Neuigkeiten aus Charlestown sind. Naja, ein Gerücht macht die Runde. Von der brennenden Cormac-Plantage. Und davon, dass William Cormac seine Tochter offiziell enterbt hat? Nicht, dass es da noch viel zu erben gäbe. Außer rauchenden Trümmern. Kindchen, Kindchen. Glaub mir, James siehst du nie wieder. Ja, ja, ich hab schon gehört, dass du kämpfen kannst. Das wird auch nötig sein, wenn du in Nassau bleiben willst. Du willst doch in Nassau bleiben. Du kannst erstmal hier bleiben, wenn du willst. Aber mach dich nützlich. Du kannst lesen, schreiben. Gut. Dann kannst du mir im Warenhaus helfen. Und beim Verleih und Geld eintreiben. Denn egal mit wie viel Gold sie zurück nach Nassau kommen, nach ein paar Tagen brauchen die Hurenböcke schon wieder mehr. Immer mehr. Ja, mehr Rum, mehr Mädchen, mehr, mehr, mehr. Naja, oder du machst die Beine breit, wie die anderen Mädchen hier. Ganz wie du willst. Hast dir das anders vorgestellt, oder? Na dann, willkommen in Nassau.